Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, zum Tagesordnungspunkt 12.4, grundhafte Instandsetzung einschließlich kompletter Erneuerung des Farbanstrichs des blauen Wunders. In der Fraktionsrunde beginnt die SPD-Fraktion. Herr Blümel. Herr Blümel verzichtet. FDP, Freie Bürger. Dann AfD, Herr Engler. Verzichtet. CDU, Herr Thiele. Verzichtet. Die Linke, Herr Wirth. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist einigermaßen ein Wunder, dass hier im Stadtrat fraktionsübergreifend verzichtet wird, zum blauen Wunder, zur Loschwitzer Brücke zu sprechen. Nicht zur Brücke selbst, die ist allgemein bekannt, sondern dass an dieser Vorlage, die an uns herangetragen ist, worden ist seitens des Straßen- und Tiefbauamtes, immerhin ein horrender Geldbetrag von 34 bis 45 Millionen Euro hängt. Insofern ist es schon erstaunlich, dass hier sozusagen das einfach so passieren lassen werden soll. Und ich möchte doch einige Worte dazu verlieren. Die Loschwitzer Brücke, Blaues Wunder genannt im Volksmund, ist eigentlich schon längst überaltert. Sie ist technisch verschlissen, überholt und hat ihre sogenannte normative Nutzungsdauer überschritten. Sie ist 1893 eröffnet worden, war zuerst auch kostenpflichtig, hat allen Stürmen, Wettern und Geschichten der Zeit getrotzt, aber eigentlich ist so ein Bauwerk auf 80 Jahre ausgelegt, vielleicht auf 100 Jahre, und wir sind jetzt schon weit über 100 Jahre und bereiten uns mit dieser Vorlage darauf vor, bis weit in die 2030er, 40er Jahre diese Brücke weiter zu erhalten, weil der alte Stahl im Wechsel von Kälte und Wärme, im Wechsel der Lasten ermüdet der, und wir müssen also schon mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden, nicht mit technischen Methoden, über diese jedes Ingenieurbüro verfügt, sondern mit wissenschaftlichen Methoden schauen, dass Risse an der Brücke nicht zu kritischen Zuständen führen. Und das Straßen- und Tiefbauamt hat uns jetzt minutiös einen Maßnahmenkatalog aufgeschrieben, was an dieser Brücke alles notwendig ist. Und da diese Brücke, soweit wir den Technikern glauben können, weiter auch hoffnungsvoll erhaltbar ist, die Substanz das hergibt, ist die Linke und sicherlich auch viele andere hier im Stadtrat dafür, diesen Aufwand zu treiben, die Brücke zu erhalten, das Geld dafür aufzubringen und auch auszugeben, immer wieder unter dem Vorhalt, dass diese Maßnahmen zwingend erforderlich und begründet sind. Wir müssen natürlich auch den Haushalt im Auge behalten. Und weil die Alternative ist, dass diese Brücke entweder vollkommen vom Netz geht, dass sie gesperrt werden muss, wenn die Korrosion fortschreitet, wenn Risse fortschreiten, wenn Schäden fortschreiben, wenn die Brückenprüfung geben, dass sie nicht mehr belastbar ist, dann haben wir diese Brücke einfach nicht mehr. Und dann bedeutet das automatisch aber auch, dass wir eine Ersatzbrücke bauen müssten oder eine alternative Möglichkeit finden müssten, von jetzt auf gleich dann wieder eine Elbquerung zu ermöglichen, was nicht billiger wäre. Insofern bitte ich um Unterstützung dieser Vorlage. Wir haben sie im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr etwas abgeschwächt. Herr Köttnitz kam sehr forsch und wollte gleich 45 Millionen haben. Wir haben gesagt, wir nehmen die Spanne rein nach der jetzigen sehr groben Kostenschätzung. Und wir stellen natürlich auch einen Entscheidungsvorbehalt und keinen Automatismus durch den Stadtrat in den Mittelpunkt. Insofern bitte ich um Zustimmung zur Vorlage. Vielen Dank. So, jetzt hat sich Herr Thiele noch mal gemeldet. Bitte schön. Und Herr Lichti auch. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir war jetzt hier bei meiner ersten Ablehnung des Rederechts ein kleiner Fehler unterlaufen, denn tatsächlich haben wir im Bauausschuss hier diese Vorlage eben auf Mehrheitsbeschluss der Rot-Rot-Grünen nochmal wesentlich geändert aus unserer Sicht, und ich möchte hier gleich beantragen, dass wir über die Originalvorlage abstimmen möchten. Warum wollen wir das machen? Herr Wirth hat es hier gerade so etwas flapsig dargelegt. Wir haben es ein bisschen abgeschwächt. Aber er hat vorher klipp und klar die Bedeutung des Blauen Wunders hier beschrieben, der wir uns anschließen. Das Blaue Wunder ist eine ganz wichtige Brücke im Dresdner Osten. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, diese Brücke zu erhalten.
Nicht zuletzt ist er eben auch ein technisches Denkmal, ein Wahrzeichen für unsere Stadt. Und auch darum gebietet es hier, alles dafür zu tun, diese Brücke zu erhalten. Und das ist genau auch der Inhalt der Vorlage, die uns die Stadtverwaltung vorgelegt hat. Natürlich wurden hier die Kosten entsprechend aufgeschlüsselt, die benötigt werden, um diese Brücke zu erhalten. Und das ist eben viel Geld. Und hier ist jetzt unsere Aufgabe als Stadtrat, uns dieser Verantwortung zu stellen für die nächsten 15 Jahre. So lange gehen diese Zeiträume nun einmal. Und es ist auch unsere Verantwortung hier als Stadtrat, uns dann bei den entsprechenden Aufstellungen für die Finanzhaushalte dazu zu bekennen. Und ich glaube, wir sollten das tun. Und was Rot-Rot-Grün jetzt hier vorhat, ist eben mit dieser Abschwächung, sich genau nicht zu dieser Verantwortung zu bekennen, sondern diese Dinge nach hinten aufzuschieben, weil man Angst hat und weil man nicht weiß, woher man das Geld jetzt nehmen soll. Deshalb schlagen wir hier vor, die Originalvorlage abzustimmen. Wir möchten uns dieser Verantwortung stellen und wir möchten hier uns bekennen, entsprechend diese Gelder auch in den nächsten 15 Jahren zur Verfügung zu stellen für den Erhalt dieser Brücke. Das ist sozusagen dann der Inhalt unseres Vorschlages. Wir möchten über die Originalvorlage abstimmen, damit wir hier entsprechend wirklich unsere Beiträge leisten, um das blaue Wunder zu erhalten. Vielen Dank. Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, die Dresdner Opposition, die hat es sehr schwer, die hat keine Themen und dann muss sie dort auch ein Thema suchen, wo kein Thema ist. Wirklich. Also Entschuldigung, der Herr Kollege Wirz hat doch einen Beitrag gehalten und ich glaube, die Kollegen, Herr Steiner-Fischer und ich haben uns auch deswegen nicht gemeldet, weil Herr Wirz hat es sehr gut und für uns in aller gebotenen Kürze und Detailliertheit dargeboten. Und Sie nehmen das jetzt zum Anlass, um jetzt hier uns vorzuwerfen, als ob wir das blaue Wunder nicht erhalten wollten. Jetzt lassen Sie doch bitte mal die Kirche im Dorf, wirklich. Wir können auch gerne noch mal aus dem Ausschuss ein bisschen berichten, ja, wenn es denn nun mal sein muss. Der Herr Köttnitz ist mit einer Vorlage hier aufgelaufen, wo er einfach mal gesagt hat, wir wollen mal hier 35 bis 40 Millionen mal so haben. Dann haben wir gefragt, ja gut, und wie sieht es jetzt aus? Was steht denn jetzt an? Was muss jetzt demnächst gemacht werden? Da sage ich jetzt einmal, das blieb für mich etwas im Ungefähren. So. Und man hat also mehrfach nachgefragt, was denn so ist, und dann kam dann raus, ja, der Farbanstrich muss jetzt wirklich gemacht werden. In der Vorlage steht aber noch mehr drin. Und das war jedenfalls für mich und ich glaube für die Kolleginnen und Kollegen auch nicht recht nachvollziehbar, warum denn jetzt eigentlich genau diese Vorlage in dieser Höhe jetzt zu beschließen sei. Und dann kam der Herr Köttnitz dann um die Ecke und hat gesagt, naja, ich will eigentlich dem Stadtrat mal sagen, dass da irgendwie perspektivisch mal sehr viel Geld auf uns zukommt. Dann sage ich, gut, das ist seine Pflicht, das ist in Ordnung, da hat er ein Interesse dran, das hat er uns jetzt mitgeteilt. Schön. Und was ist jetzt passiert? Wir bekennen uns natürlich selbstverständlich zum Erhalt des Blauen Wunders. Aus verkehrlichen Gründen, aus stadtgeschichtlichen Gründen, aus ästhetischen Gründen, aus Land. Ich brauche das ja nicht aufzählen, welche Bedeutung das Blaue Wunder hat. Und wenn Sie jetzt, Herr Thiele, sich jetzt hier hinstellen und so tun, als ob wir das Blaue Wunder jetzt irgendwie zusammenfallen lassen würden, dann ist das schon mehr als lächerlich. Und im Übrigen, wir sollten auch die Kirche deshalb im Dorf lassen, weil uns im Ausschuss auch signalisiert wurde, dass wir, ich glaube, bis zu 90% Förderung erwarten können. Und ich sage mal so, das ist eine sehr gute Nachricht für uns in Dresden und von daher denke ich, braucht keiner in der Landeshauptstadt Dresden Angst haben, dass demnächst das blaue Wunder zusammenfällt. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sind hier nicht angezeigt, dann kommen wir zur Abstimmung. Da ist zunächst beantragt von Herrn Thiele zur Abstimmungsgrundlage, also Geschäftsordnung, den Originalbeschlussvorschlag zu machen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die deutliche Mehrheit. Insofern kommen wir jetzt ganz normal zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen.
Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Drei Enthaltungen bei 36 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen. Wäre damit der federführende Ausschussbericht angenommen.